Jeder von uns kennt sicherlich den Moment, wenn du vor einem Club stehst und der Türsteher sagt nein. Mein Freund, du bist zu betrunken. Und du denkst dir, was betrunken? Was ist betrunken, du? Wer ist betrunken? Ich nehme deine ganze Familie auseinander, du, was du bist. Hier deine Mutter. Und dann kommt der Nächste, komplett aggressiv. Und der Türsteher sagt, nein, mein Freund, du bist zu aggressiv. Er sagt, was aggressiv, du kleiner? Wem willst du? Ich deine Mutter, du. Ich rufe meine Cousins. Und dann kommt der Nächste, ist falsch angezogen. Und der Türsteher sagt, nein, mein Freund. Und er diskutiert und diskutiert und diskutiert, sagt, aber ich habe doch links Jogginghose aus Versehen angezogen. Ist irgendwie aus Versehen passiert. Ich habe doch aus Versehen Cap an. Ich bin aus Versehen mit Unterhemd gekommen. Würdest du als Türsteher oder Türsteherin sagen, komm rein, kein Problem, komm rein. Komm ruhig rein. Du siehst so aus, als hätten sie die ganze Altkleidersammlung auf dich draufgeworfen und du bist in Alkohol ertrunken und du hast gerade eine Schlägerei gehabt, bist voller Blut und sonstiges. Aber komm rein, Bruder. Was passiert wahrscheinlich, wenn du den Typen reinlässt, der komplett betrunken ist? Der Junge kotzt alles voll. Oder sie kotzt alles voll. Was passiert, wenn du die aggressiven Person reinlässt? Es gibt Schlägereien, ganz einfach. Du machst dir mehr Arbeit, als du brauchst. Was passiert, wenn du die falsch angezogene Person reinlässt? Die Leute werden sich sagen, ach, da kommt doch jeder rein. So. Komm, wir gehen so hin, wie wir wollen. Ist doch scheißegal. Und die absolute, endgültige Antwort ist, nein, du kommst nicht rein, verpiss dich. Heute nicht für dich. Aber wieso machen wir das dann mit anderen Dingen anders? Wie zum Beispiel unser Kopf. Wir haben zwei Bereiche in unserem Kopf. Ein Bereich, der bewusst ist, ein Bereich, der unterbewusst ist. Und alles, was wir reinlassen durch unseren bewussten Bereich, geht in unseren unterbewussten Bereich. Du musstest noch nie darüber nachdenken, wie dein Herz funktioniert oder sonst was. Oder wie dein Körper funktioniert, wie deine Durchblutung funktioniert, wie dein Sehen funktioniert, wie dein Hören funktioniert, wie dein Sprechen funktioniert. Du machst es einfach. Dein Körper macht es für dich. Und genau so macht er auch alles andere für dich, was du in dich reinlässt. Wenn du dir denkst, oh, du bist Angst, komm rein, Bruder, kein Problem. Heute ist Einlass für dich, kein Problem. Oh, Lüge, Bruder, komm rein, hier, nimm 5er noch, geh rein, yalla. Oh, falsche Freunde, komm, Bruder, komm, kein Problem, hier rein. Schnell, rein. Falsche Beziehung, Cousin, komm, Bruder, komm rüber hier, heute ist Party, komm, ja, du kriegst umsonst, kein Problem, Bruder, komm, rein. Was denkst du passiert, wenn du diese Leute reinlässt? Dein Kopf wird eine absolute Bruchbude sein, den Ruf komplett verlieren und irgendwann hast du keinen Bock mehr, dich darum zu kümmern, weil du es nicht mehr wertschätzt, weil der Club einfach nur noch runtergekommen ist. Aber was ist, wenn du anfängst, die richtigen Leute reinzulassen? Geduld, Habib, du bist immer in Ordnung gewesen. Komm rein. Oh, Büja, wie geht's, Bruder? Lange nicht gesehen. Ja, komm, kein Ding. Komm rein. Du bist gut. Mama, Sport, lange nicht gesehen. Wie geht's dir, Bruder? Was machen? Alles gut? Ja? Bist du dabei noch? Ja? Nice, Junge. Komm rein. Kein Ding. Geh rein. Was denkst du, passiert dann? Du wirst irgendwann einen Club haben, der spitze ist. Weißt du, all die aggressiven Leute, alle betrunkenen Leute und all die anderen, die dich hassen dafür, dass du sie nicht reinlässt, werden immer wieder kommen. Werden immer wieder und immer wieder kommen. Aber irgendwann merken, fuck, das lohnt sich hier nicht, Alter. Dieser verdammte Türsteher, ich hasse ihn, aber er ist konsequent, Alter. Er lässt mich nicht rein. Ob ich ihn hasse, hin oder her, ich komme da nicht rein. Also brauche ich es gar nicht mehr versuchen. Was soll ich extra mit dem Taxi dahin fahren, dahin latschen? Oder so tun, als ob ich meine Cousins anrufe? Obwohl Handy aus ist, ist immer wieder dieselbe Scheiße. Aber trotzdem, die Frage ist, ob du konsequent bist. Weil im Endeffekt bist du der Chef. Das ist dein Club. Und dann werden immer mehr Leute kommen und sagen, ey, deine Regeln sind in Ordnung. Ich repräsentiere deine Regeln. Ich finde deine Regeln in Ordnung. Ich finde das cool, dass du diese Leute hier reinlässt. Ich möchte auch ein Teil davon sein. Ich habe mich extra schick angezogen. Ich bin extra nicht betrunken hergekommen. Und ich bin extra nicht aggressiv hergekommen, damit ich hier in Ruhe feiern kann. Damit ich hier eine schöne Party haben kann. Und fertig. Der Club wird einen immer besseren Ruf bekommen. Wird immer mehr aufsteigen. Dadurch, dass du die richtigen Leute reingelassen hast. Auch wenn du dich vielleicht ab und zu mal schlagen musstest. Weil ein paar Leute wirklich ihre Cousins gerufen haben. Aber im Endeffekt hat es sich gelohnt. Weil der Club gut ist. Dank dir. Und das ist das Ding. Du bist der Verantwortliche oder die Verantwortliche dafür, was da oben abgeht. Und am Ende könnt ihr eine schöne, fette Party feiern, bei der alle zufrieden sind. Du kannst ein wunderschönes Leben führen, bei dem du komplett zufrieden bist und dich nicht verrückt machen musst. Was will man mehr?